sind sie also endlich, die beiden in ihren Formen 1 und in den Bundeshandel und Rico ausgereicht. Dürfung 2. im Jahr 2015. Der eine mit 10, der andere mit 6, 7 macht 16 von 19 Rennen insgesamt gewonnen. Das ist mal eine gar nicht so schlechte Bilanz, vor allem einen, die man natürlich sehr toppen kann. Der Motto der Wolken, die Leute, die beiden das wird natürlich höchst spannend, denn so eng, wie es dann zugeht, ist es eigentlich noch ein Motto. Und da ist es doch schon. Los, Nico ausgerechnet mit dem schwarzen Helm mit der Startnummer 6. Lewis Hamilton in Gelb, Silber, Rot mit der Startnummer 44. Seiner Lieblingszahl, er auch trotz dem, dass er vor der Hitzwerkmeisterin war, ganz lang hat er das Recht zu gestalten. Er hat eine Begriffe 1 vorne durch die 19 Grand Prix Veranstaltungsauto spazieren zu fahren. Aber nein, er hat gewonnen, die 54 ist an der Zahl. Und die bleibt es auch. Nico Rosberg, der natürlich der Mann der Stunde ist. Der hat lange irgendwie kein Rezept gefunden gegen Lewis Hamilton, der dann immer irgendwie so ein bisschen über die Nase vorne hatte. Erst in den letzten 3 Rennen hat Nico Rosberg dann mal deutlich gezeigt, zu was er imstande ist. Dass man diesen Lewis Hamilton, den viele während der Saison für unschlagbar halten, dann doch das eine oder andere Mal übersiegen kann. Und das ist natürlich ein Lieblingsgeschäft. Das kann jetzt ein Rennen sein, wie es will. Da haben die beiden eh auf keine Lust mehr. Die ist eh schon viel zu oft gelaufen in diesem Jahr. Oh, jetzt Lewis Hamilton. Wo ist der Rückwärtsgang? Oder auch die Frage vielleicht, vorwärts dann doch einen dieser Fehler abzuräumen. Das tut er in dem Fall nicht. Also, jetzt kann man vom Mercedes-Stern fast nichts mehr erkennen, weil jetzt so viele Reifenspuren da drauf sind. Aber natürlich, das geschulte Auge weiß immer noch, wer hinter dieser Veranstaltung für Interstorzocast 2015 steckt. So viel dazu zum Thema, ich habe da genug, ich war nicht gut, da brauchst du durchaus noch ein oder andere Drehungen. Da hat er sich den Titel jetzt geholt. Und wir dürfen vor allem jetzt schon ausgesprochen gewesen sein, wie das sich dann im kommenden Jahr verhalten wird, ob dann tatsächlich die große Stunde von Nico Rosberg steckt. Oder vielleicht noch ein weiteres Formel-1-Team ein bisschen, die doch im Moment noch recht groß und ein bisschen zufahren kann. Ich spreche da von der Formel Rot und einem gewissen Sebastian Vettel. Allerdings, der Vorsprung im Mercedes hat es natürlich erst recht seit der Einführung der neuen Power Units. Turbomotorsystem mit den Batterien dazu. Seitdem sind sie absolut marktführend und absolut marktführend auch.